Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und haben ja den Gabelstapler aktiviert. Und durch diesen Gabelstapler haben wir jetzt die Keycard gefunden, mit der wir hier diese Tür geöffnet haben. So, und wir befinden uns kurz vor einem Speicherraum, wie ich das hier sehe. Aber der ist verschlossen. Weil ich würde das ganze Spiel jetzt gerne doch nochmal abspeichern, weil wir haben hier wirklich fast keinen Speicherraum, ey. Das ist echt hart. Gott. Nur da oben, ne? Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo das ist. Verdammt nochmal. Und ich hoffe, da, wie gesagt, echt, dass hier nichts Böses kommt. Nimm nochmal den Granatenwerfer, bitte. Wie gesagt, ich will hier nicht sterben, um keines. Unter keinen Umständen. So. Ah. Rebecca, bleib bitte hier. Bitte, lasst mich zum Speicher. Oh Gott, das ist so ein Riesenbereich hier, ne? Lasst mich bitte zum Speicherraum. Was ist das? Magnum-Munition. Lass ich erstmal liegen. Die bereiten uns echt auf was vor hier. Verdammte Kacke. Weil wenn ich jetzt sterben sollte, ne? Es kommt eine Katze. Nein. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Oh, time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker, Birkin. However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Oh nein, Freunde, ich hab's doch befürchtet. Ich hab's doch befürchtet. Ich hab's noch befürchtet. Warum ist Rebecca eigentlich hier? Mann. Warum ist Rebecca eigentlich hier? Lässt du gefälligst Rebecca in Ruhe? Einfach mit dem Granatenwerfer drauf, ey. Hallo? Toll. Beide auf. Aua! Hey! Warum? Warum? Hörst du auf? Hörst du auf? Wie viele Granaten muss ich noch auf dich schießen? Rebecca ist orange. Oh! Ich habe das Ganze nicht gespeichert.
Jetzt lass mich runter. Hallo, lass mich runter. Lässt du mich mal runter, ey? Danke. Oh, Mann. Ja, klar, der hat auch eine zweite Phase. Ja, shit, Freunde. Das war's. Das war's total. Ich hätte die Magnum mitnehmen sollen. Aber woher soll ich das denn wissen, bitteschön? Ja, toll. Wir können hier nicht raus, ne? Wir können hier nicht abhauen. Doch, wir können raus. Wartet mal. Können wir raus? Ja, aber jetzt schnappt er sich Rebecca und das war's. Och, Mann, das ist so ärgerlich. Ich wollte eigentlich noch abspeichern. Jetzt muss ich alles nochmal nachspielen. Nur weil ich das nicht wusste. Toll, Freunde. Das dauert jetzt wieder 20 Minuten. Ach, Mann. Okay, aber gut, es ist möglich. Ja, toll. Das dauert jetzt nur eine Weile für mich zum Nachspielen, aber für euch vergeht nur eine Sekunde. Alles klar, wir sehen uns dann gleich wieder bei dem Wiesn-Endgegner. Also bis gleich. So, Leute. Ja, da bin ich jetzt wieder. Nach einer gefühlten Stunde. Es ist einfach scheiße gelaufen. Was passiert ist, ist einfach, liebe Freunde. Ich hab's einmal bis hier hinten hingespielt. Na? Das einmal dieses Spiel hier hinten bis hier hinten nochmal ganz wiederholt, weil es waren tatsächlich die letzten anderthalb Folgen, die ich nicht gespeichert hatte. So. Schon mal ein Grundproblem, dass wir da, ja, 90 Minuten quasi nachspielen mussten. Nächstes Thema. Ja, als ich hier angekommen war, jetzt endlich nach den 90 Minuten, ist da so ein blöder Frosch angekommen und hat Claire Rebecca aufgefressen. Also, irgendwie will uns dieses Spiel kurz vorm Finale nochmal richtig ärgern. Aber alles nicht so schlimm. Hier liegt noch eine Heilung rum. Alles nicht so schlimm, weil... Nochmal austauschen mit Billys Heilung. So. Kann Billy noch das Ding dahin mitnehmen. Ja, weil wir haben es ja jetzt, ne? Also ich habe es jetzt nachgespielt. Für euch ist keine Zeit vergangen. Nur für mich privat halt. Und deswegen werden wahrscheinlich diese Woche keine SimCity 4 Folgen aufkommen. Es tut mir leid, Freunde. Aber wie gesagt, das hat mir jetzt zu viel Zeit gekostet hier. So. Dann gucken wir uns bitte nochmal das Menü an. Also, wir haben mit Billy nur eine Schrotflinte. Das... Moment. Rebecca hat die ganzen guten Sachen, ne? Ist jetzt die Frage, wie machen wir es? Das Ding werden wir jetzt gleich los. Okay, gehen wir erstmal da unten hin. Ich meine, es sollte jetzt nicht mehr viel passieren. Ach, war das ein Hickhack. Ich musste wirklich von dem Safe-Raum nochmal starten, wo wir ganz am Anfang waren. Aber nicht schlimm, liebe Freunde. Ich habe es jetzt gespeichert und jetzt ist der Weg nicht mehr ganz so weit, falls wir verlieren sollten. Und das war wirklich ein Schreckmoment für mich. Ey. Der eine Frosch hat einfach Rebecca aufgefressen. Einfach so. Er hat sie mit der Zunge einfach in sein Maul gezogen und ja, vermampft. Toll. Tolle Wurst. Da ist das Ding. Da ist dieses scheiß Ding schon wieder. Da ist schon wieder dieser blöde Frosch. Ey, Mann. Dieses Ding geht mir echt auf die Nerven so langsam. Aber okay, ich würde gerne nochmal gucken, wo das nochmal war. Das war doch hier durch, oder? Ich meine, ich bin jetzt so lange in diesem Gebiet hier rumgelaufen. Ich müsste es eigentlich kennen. Aber... Es ist so verwirrend. Es ist einfach so verwinkelt und absolut nicht linear, dieses Gebiet. Aber es müsste hier auch sein. Ja, ich habe auch noch ein paar Gegner leben lassen. Also, die Kakerlaken da unten, die leben jetzt noch. Oh, aber ich glaube, müssen wir da vorbei? Ich fürchte, da müssen wir vorbei, oder? Ja, leider. Wir müssen leider noch mal die Kakerlaken... Oh Gott. Um Gottes Willen.
Ja, wie gesagt, ich bin einfach durchgelaufen. Ich habe möglichst wenig Gegner gemacht. Die nackten Zombies, die musste ich halt machen. Und ich mache jetzt erstmal mit Billy hier unten diese scheiß Gegner kaputt. So. Dann bin ich mal gespannt, was da hinten jetzt nach der Endboss da. So. So. Aua, jetzt trefft mich doch noch, ey. Keine Buddy. Was? Warum habe ich keine Buddybär? Ja. So. Okay, Rebecca, kannst runterkommen. Alter Schwede. Gut, die haben uns jetzt einmal getroffen. Ist nicht so wild. Ich meine, wir haben alle unsere Items jetzt, sollten wir dabei haben. Und dann sind wir jetzt wieder zusammen. Können hier unten hin. Ey, meine Güte, ich musste auch nochmal die ganze Sache mit der Batterie zweimal wiederholen. Ach, das ist so ein ärgerlich, wenn man dann verliert. Also das ist... Ich weiß auch nicht. Ich war total angekostet auf jeden Fall. Und war kurz davor, den Rechner auszumachen. So einfach ist das. Ja, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. So, jetzt sind wir hier unten. Ach, guck mal, da ist sogar noch ein Zombie. Da ist sogar noch ein nackter Zombie hier. So. Danke, der kommt der nächste da. Rebecca, du hilfst ein bisschen mit, finde ich gut. Ach, guck mal, da liegt sogar noch die Shotgun-Muni. Weil ich hier gar nicht hingerannt bin. Ich Idiot. Ja, das ist kein Problem. Können wir mitnehmen. Die kann ich auch gut gebrauchen. So, dann rüsten wir uns gleich um. So, wir können dann hier diese Karte endlich benutzen. Incinerator-Karte. So. Purification Room. Okay, Schloss wurde geöffnet. Diese Karte brauchen sie nicht mehr. So. Und dann können wir doch jetzt nochmal hier kombiniere damit. So, und dann austauschen. Gib Billy bitte den Granatenwerfer. Lass ihn ausrüsten. Und Rebecca, du rüstest bitte da... Oder machen wir es andersrum? Ja, wir machen es andersrum. Komm. Austauschen. Gib Billy bitte den Magnum. Und rüste du den Granatwerfer aus. Weil ich glaube, jetzt müssen wir zum ersten Mal tatsächlich unsere Magnum benutzen. Weil es ist tatsächlich schwierig, dieser Bosskampf. Und Billy hat keine Waffe, das ist nicht gut. Nimm die Magnum, Billy. Ja, die Magnum hier. Gut, dann hoffe ich, dass wir das diesmal schaffen. Ich glaube, die Magnum-Munition, da werde ich mitnehmen, weil die liegt ja nicht umsonst. Definitiv nicht. So, Rebecca, komm bitte mit. So, dann macht dann. Ja, kümmern wir uns jetzt noch mal mit um diesen Bosskampf, der da von Markus freigesetzt wurde. Markus, ja. Der Begründer dieser Firma, Umbrella. Und ja, finde ich auch krass, wie er wieder Wesker und William es heimzahlen wollte. Aber jetzt ist er halt auf uns sauer. Und da sehen wir jetzt hier nochmal, an dieser scheußlichen Kreatur hier. Verdammt nochmal. So. So, der trifft uns halt beide, ne? Schieß einfach drauf. So, nachladen. Kombinieren. Wir sind gelb, das ist nicht schlimm. Das Ding lebt natürlich noch, ne? Da, schieß einfach drauf auf den Scheiß. Hä? Rebecca, was machst du? Warum schießt du nicht? Wir verballern jetzt hier unsere ganze Munition dafür, aber hey. Das Ding lebt immer noch, ne? Ihr seht das, wie viel das aushält. So, aber jetzt. Danke. Meine Fresse, was ein Ding, ey. Schaut euch das mal an. Nein. Doch. Komm. Da liegen jetzt Items auf jeden Fall. Was ist das? Können sie nicht tragen. Warum nicht? Ah, wir sind orange. Das heißt, nimm die Heilung. Kombiniere das damit und dann kannst du es wieder tragen. Was auch immer das ist. Also, ein Rohrschlüssel. Ist das Ding ekelhaft, ey.
Noch ein Rohrschlüssel, zwei Stück. Zwei Rohrschlüssel. Kann man die vielleicht kombinieren? Ach, diese Geräusche hier, ne, von den Egeln, die sind natürlich echt widerlich. So, gut, wir haben gleich einen Safe-Raum vor uns. Hier laufen natürlich überall die Egel rum, ne? Boah, eine Riesentür. Die Tür ist verschlossen. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas an Items oder so? Guck mal hier, ich meine, das ist... Ach du Scheiße. Was ist das hier überhaupt für ein Bereich? Das ist so ein Schmelzofen oder so. Hehe, krass. Aber gut, ich glaube, wir müssen hier die Rohrschlüssel einsetzen. Da ist ein Schlüsselloch. Das, ja, genau. Die Form was? Ist irgendwie anders. Ja, dann die. Genau. Rebecca, komm mal her. Let's regroup. Roger. Wir müssen es gleichzeitig machen, oder was? I'll go alone. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen hier das austauschen mit D und das war dann hoffentlich dann hier den okay. Billy, warum gehst du denn wieder nach rechts? So, und dann hat jetzt jeder einen Schlüssel und dann müssen wir da ziemlich schnell sein, ne? Das brauchen sie jetzt nicht, warum? Ich stehe doch hier vor. So, jetzt aber. Die Vor... natürlich. Natürlich ist es wieder dann, wenn 50-50 Chance ist. Komplett andersrum, ne? Ist doch immer so. So. Dann du. Dann Billy auch nach da vorne. So, und dann können wir hier jetzt unsere Schlüssel reintun. So. So, alles klar. Perfekt, dann haben wir das ja. Verdammt nochmal. So, die Riesentür geht auf und da kommt jetzt ein Speicherraum. Danke. So, Errungenschaft freigeschaltet. Immobilien-Sachverständiger. Oh Mann, okay. So, Pistolenmuni. Jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Ich glaube, wir haben alle unsere Items mitgenommen, die wir hatten. Außer Farbbänder, glaube ich. Austauschen. Wartet mal gerade. Meine Katze ist hier gerade irgendwie ein bisschen am Miauen. So. Gut, dann können wir hier die Farbbänder mitnehmen. Ich meine, wir haben ja genug Farbbänder. Farbbänder liegen jetzt natürlich noch auf dem Weg, ne? Wartet mal. Die Farbbänder liegen natürlich jetzt noch hier irgendwo. Da, genau. Ah ne, das ist der Molotow-Cocktail. Wo liegen denn meine Farbbänder? Ich habe doch noch 11 Stück gehabt. Wo liegt mein Farbband? Da oben. Da oben, ja. Ach Gott, müssen wir jetzt nochmal zurücklaufen? Das wäre, wenn wir jetzt nochmal zurück müssten, wäre das echt kacke. Oh! Holy shit, was liegt denn hier alles an Items? Oha, okay, also die bereiten uns da tatsächlich auf irgendwas hier vor. Granaten mitnehmen. Rotes und grünes Kraut. Können sie nicht tragen. Ach, verdammt. So, dann. Wie machen wir das denn jetzt? Den Granatenwerfer bitte austauschen mit der Muni. Ja. Können wir zumindest die Shotgun-Muni erstmal mitnehmen? Die kann ich dem Billy geben. Ja, wobei. Austauschen mit der. Dann hat er zumindest wieder eine Schrot. So, Billy ist dann vollgepackt, ne? So, dann haben wir jetzt unsere Bodypistole. Ja, das ist irgendwie. Die Magnum, legt die mal bitte ab. Ablegen. So, ich weiß ja nicht, was da jetzt noch kommt. Und dann die Farbbänder auch nochmal kurz ablegen. Bitte. So. Ich weiß ja nicht, was da jetzt kommt, ne? Ob das jetzt wirklich schon das große Finale hier sein soll, wo die uns hier drauf vorbereiten? Ich weiß es ja nicht. Ne?
Ich weiß es ja leider echt nicht. So. Kombiniere damit. Ein bisschen Item Management austauschen. Braucht Bindi unbedingt jetzt noch seine Schrotflinte? Ich glaube nicht, aber. Brauchen wir jetzt noch unsere Mini-Waffe hier? Ich glaube auch. Kann hier nicht abgelegt werden? Warum? Ach, weil zu viel Kram schon hier rumliegt oder was, ne? Ja. Dann nehmen die beiden Heilsprays. Zwei Heilungssprays, das hat man auch selten, Freunde. Also es geht, glaube ich, jetzt wirklich auf das große Finale zu, oder? So wie das hier gerade aussieht. Die Waffe ablegen. Die Munition ablegen. So. Dann Austausch mit... Ne, wir haben ja noch eine Magnum hier liegen. Wir haben ja noch eine Magnum hier liegen, aber... Moment, die Magnum braucht Bindi. So. Drei Heilungssprays. Keine Waffe. Moment. Also drei Heilungen. Die Magnum. Nicht die Schrotmuni, bitte. Sondern die Magnum. Oh, nicht das Verband. Mensch. Ja, jetzt. Ah, okay. Perfekt. Magnum. Die hat aber nur doch 7 Schuss. Austauschen. Leg die Waffe weg. Ablegen. So, also es sieht wirklich so aus, ne? Austauschen, die Schrot ablegen, ausrüsten. So. Dann Bindi, du nimmst bitte die Farbbänder mit. Nein. Bitte die Farbbänder. Ja, danke schön. Ja, krass. Irgendwie sieht das tatsächlich so aus, ne? Nochmal abspeichern. Schreibmaschine. So, 31 Mal gespeichert. Ich glaube, das wird heftig jetzt. Ich meine, ich habe mich... Ja, Lager. So, ich meine, wir haben es ja gespeichert jetzt, ne? Ablegen. Granatenwerfer ausrüsten. Stattdessen die normalen Granaten erstmal verschießen. Oh. Let's regroup. Roger. Es sieht tatsächlich so aus, Freunde. Und ich müsste eigentlich nochmal zurück jetzt, um die ganzen Munitionen da oben abzuholen. Napalmgranaten. Die liegen jetzt natürlich noch da oben, ne? Und auch die, ja. Farbbänder. Aber es sieht tatsächlich so aus, Freunde. Dann ist das hier das große Finale. Weil so einen Aufzug hatten wir im zweiten Teil. Wir sind beide gesund. Haben halt nicht viel Schuss, ne? Das ist... Aber gut, probieren wir es, Freunde. Hatten wir im zweiten Teil mit Leon gehabt. Da ist ein Hebel für den Aufzug. So können sie vielleicht entkommen. Ja, aktiviere den Aufzug. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh Mann. Ja, so ein Aufzug. So genau den gleichen Aufzug gab es bei Resident Evil 2 auch. Und da war es kurz vorm Finale. Also... Ja. Toll. Tolle Wurst. Mhm. Es ist immer dasselbe bei Resident Evil. Immer irgendein Selbstzerstörungsmechanismus. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Okay. Okay. Okay, großes Finale. Unerwartet. Total unerwartet jetzt.
Aber es ist halt soweit. Das sieht mir jetzt nach dem System aus. Müssen wir das Ding jetzt kaputt schießen? Oder müssen wir irgendwas aktivieren? Wir haben 5 Minuten. Was jetzt die Frage ist, wäre das so eine richtig geile Musik, ne? Rebecca, kommst du bitte mit? Rebecca? Was machst du? Ja, Billy, toll. Da sind so Dinger. Wartet mal. Das sind so Dinger. Was ist das hier? Okay. Bleibst du gefälligst hier? Okay, Billy hat keine Munition mehr. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das Ding jetzt bekämpfen müssen oder was ist hier los, sagt mal. Billy kriegt gerade aufs Maul, aber was ist das hier für ein System? Wartet mal. Ich muss das jetzt erstmal natürlich herausfinden, ne? Was ist das denn hier? Das ist nichts, okay. Lass Billy in Ruhe, ja, toll. Okay, Billy. Wie viel hebst? Du bist nur gelb. Was zur Hölle? Okay. Oh, Gottes Willen. Freude. Ja, toll. Wir haben keine Munition mehr. Ja, toll, super. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen hier. Ich weiß es halt echt nicht, ne? Ja, der trifft uns halt beide. Was ist das für ein System? Wartet mal. Was ist das hier? Wartet mal. So, wie geht's Billy? Der ist auf gelb, okay. Was ist das hier? Hä? Wartet mal. Da ist ein Schalter. Du musst geheilt werden. Okay. Komm mal da weg, Billy. Komm mal da weg. Ich weiß ja nicht, was wir hier machen müssen. So, hier vielleicht das oder was? Nee, auch nicht. Hä? Was ist das, Freunde? Was ist das für ein komisches Finale? Verstehe ich gerade nicht. Gut. Rebecca ist fast tot. Gut, vielleicht als nicht als Team. Vielleicht nicht als Team oder was? Nee. Okay, vielleicht irgendwie zu zweit oder so, dass wir dann da gleichzeitig wegrennen. Aua. So, das war... Ach, Mann, das Vieh trifft uns aber auch. Wir haben noch 2,5 Minuten. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen, Freunde. Ja, treff uns halt die ganze Zeit. Treff uns halt die ganze Zeit. Du bist lustig. Ja, Rebecca ist tot. Was? Zum Glück haben wir gespeichert, ey. So. Wie funktioniert das? Wie funktioniert dieses Finale? Das frage ich mich gerade wirklich. So, fortsetzen. Sie müssen überleben, um diesem Albtraum ein Ende zu setzen. Ja, setzen. So, wie funktioniert das? Wir brauchen mehr Waffen auf jeden Fall. Aber wir haben ja nichts mehr. Ablegen. So. Wir haben ja eigentlich keine Waffen mehr. Gut, doch. Wir haben hier noch eine Pistole mit und eine Shotgun. Gib mir bitte die Schrotflinte. Nein, keine Farbbänder. So, wie machen wir das jetzt? Irgendwo ein System ist dahinter, ich weiß das. Die Schrotflinte bitte. So, samt Munition. Mhm.
Okay, und dann nehmen wir mit Billy jetzt noch seine Pistole mit. Genau, das ist der Plan. Und dann müssen wir noch mal gucken, was wir da... So, Billy, nimm bitte deine Pistole mit. Wie funktioniert dieses Finale, sagt man? Die sagen uns ja auch nichts, ne? So, gut. Billy hat keine Waffe ausgerüstet. Rebecca hat die Magnum ausgerüstet. Okay, so müsste das passen. Ist eine sehr gute Frage gerade, ne? Wie funktioniert dieses Finale? Sehr interessant, auf jeden Fall. Zurückgelaufen. Nein, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Sondern, ja... Moment mal. Wenn wir den Partner auf... wartet mal. Diese Kerze, ne? So. Gut, hier wird wieder gemauzt, aber das ist gerade nicht schlimm. So. Der Partner. Der macht bitte... Ja, Austausch möglich, ne? Figurensteuerung wechseln, was? Ach so, ach, hier können wir es auch. Ah, toll. Gut, dass ich das jetzt am Ende des Spiels noch weiß, ne? Unabhängig vom Partner agieren, Angriff. So, dann mach bitte Angriff. So, und vielleicht kriegen wir ja jetzt dieses Vieh platt. Wer weiß. Aufzug aktivieren. So, dann überspringe ich jetzt die Cutscene. Und dann müssen wir nochmal gucken, wie wir das hier regeln. Billy, komm bitte mit. So. Hier sagt sie ja nichts, ne? Ja, treffe uns ruhig beide. Ist okay, du ekelhaftes Vieh. Verdammt nochmal. Aber da, die macht ja nichts. So, was ist das für ein System? Wartet mal. Guck mal nach oben, oben links bitte. Hallo, komm, kannst du uns mal rauslassen vielleicht? Hallo, du kannst uns mal rauslassen, das wäre doch sehr nett von dir. Dann schieß halt. So, so, da oben, was ist da? So, Billy? Du bist schon wieder auf Warnung, ne? Billy? So, während Rebecca jetzt da oben ist, da kommt und das Vieh nicht da dran kommt, hoffe ich, ja. Na, toll. Was ist das hier? Warum? Rebecca, warum kommst du denn wieder runter? Ich verstehe gerade irgendwie dieses System nicht. Wartet mal. Wie geht's dir, Rebecca? Du bist auf Warnung. So, hier ist auch nochmal so ein Teil, aber da sagt er auch wieder nichts. Was ist das hier? Der hat keine Munition mehr. Kombiniere damit, bitte. Ah, Rebecca, schieß doch drauf, Mensch. Oder müssen wir einfach dieses Vieh anschießen? Ich weiß es nicht. So. Oder was hier... Da ist so... Da sind Leitern auf jeden Fall. Also irgendwas müssen wir hier machen. Ja, danke. So. Was zum Teufel? Da ist irgendwas hier. Nee. Also irgendwie ist hier ganz komisch. Da sagt uns aber auch keiner, was wir hier machen muss, ne? Ja, danke. Danke für nix. So. Oder können wir das mit Waffengewalt platt machen, das Vieh? Ich weiß es echt nicht. Also irgendwas ist hier... Ne, da macht er... Wartet mal, haben wir vielleicht irgendein Schlüssel-Item oder so? Irgendein Schlüssel-Item übersehen? Nicht, dass wir den Greifhaken jetzt nochmal brauchen.
Das wäre ja mega Mist. Nicht, dass wir den Greifhaken jetzt brauchen. Hä? Also irgendwas... Ich weiß halt nicht, was wir hier machen sollen, ne? Das ist ja jetzt die... Das ist ja jetzt echt... Ah, wartet mal, Billy rennt da rum. Oha, kritisch, okay. So, dann komm mal her. Vielleicht müssen wir auch einfach das Vieh platt machen. Ah! Okay. Alles klar. Na super. Tor-Bedienungsanleitung. Gehen Sie wie folgt vor, um den Heliport im Notfall zu öffnen. Sperre lösen. Wie viele Sperrmechanismen im Raum sind in folgender... Ach du Scheiße. Reihenfolge zu aktivieren. Südwestseite, Nordwestseite, Südostseite, Westseite. Ach du Heilige. Drehen Sie zum Öffnen und einzeln kurbeln. Ah ja. Also... Ja, ja, toll. Wie soll ich das Vieh denn jetzt ablenken, wenn ich keine Munition mehr mit ihm habe? Na toll. Ah, Claire macht das also... Ach, Claire, sag ich schon. Der Bäcker macht das automatisch, ja? Hallo? Kannst du mal bitte dich umdrehen? So, jetzt... Okay, alles klar. Ich muss es nur ablenken. Oh Gott. Was eine Spannung hier. Okay. Das erste ist schon mal aktiviert. Sehr gut. Rebecca, bleibst du bitte... Lässt du Rebecca in Ruhe? Lässt du gefälligst Rebecca in Ruhe? Ja, Rebecca muss sich heilen. Versuchen Sie später... Oh, toll! Ja, toll, ich hab nichts mehr. Ich kann nichts mehr tun hier für dich, Rebecca. Oh Gott. Oder hier, fress mich auf. Oder irgendwie was. Keine Ahnung. Lass Rebecca in Ruhe. Versuchen Sie später noch einmal. Ja, toll. Okay. Aber jetzt weiß ich, wie das funktioniert, Freunde. Jetzt weiß ich... Ich habe keine Munition mehr mit ihm. Ach, Gottes Willen. Ich kann es auch nicht austauschen. Ja, Rebecca, du wirst jetzt sterben. Aber dann weiß ich ja jetzt, wie er funktioniert. Ne? Dann Rebecca, dann... Ja. Alles klar. Rebecca macht das also automatisch. Das heißt, wir müssen erstmal mit Waffen... Ja, der Timer ist sowieso fast vorbei. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal einfach nur draufrutzen. Okay. Alles klar, sehr interessantes Finale, ey. Finde ich echt cool.